So hart musste ich noch nie für die Liebe eines Hundes arbeiten. Aber du verdienst das, Perico. Das sollte reichen, damit wir Amigos werden, oder? Oder? Wen haben Sie geholt? Wie oft holen wir die noch raus, Papa? Wann soll das enden? Camilla, Sie sind Familie. Ich sage, wir hören auf. Schön, du hast aber nichts zu sagen, weil das nicht dein Lager ist. Was ist denn los? José hat unsere Leute. Er will sie auf dem Verdera-Platz hängen. Ihre Schuld, dass sie erwischt wurden. Nein, es ist deine Schuld. Wie oft habe ich dir gesagt, sie müssen lernen, was es heißt, Teil der Guerilla zu sein, von uns. Aber du hörst nie zu. Vertraue und dir wird vertraut. Das gefällt mir nicht. Also was? Wir lassen sie einfach zurück? Mierda, das kenne ich ja. Kleines Team, wir fünf. Wir gehen rein, holen unsere Leute. Wer uns in die Quere kommt, stirbt. José hat Militär vor Ort. Jemand muss sie beobachten. Naja, die Kirche hat einen Glockenturm. Von dort aus kannst du alles sehen. In der Nacht vor der Hinrichtung bleibst du im Turm. Dann bemerkt keiner, wie du hochgehst. Ich habe etwas für dich, Heldin. Ein Feli-Gewehr mit Hochleistungsvisier. Ich bring die Waffe hin. Miguel, Camila und ich sind auf dem Platz. Feli wartet beim Funkturm. Und keine Handys. Monteros hasta el final, Camila. Gut schlafen. Wow, wo willst du denn hin? Du willst, dass ich... Okay, ich folg dir. Was hast du denn da? Ist das für mich? Cool. Schlaue kleine Wurst. Noch ein Geschenk? Chorizo, womit habe ich das verdient? Hey, nicht schlecht, Chorizo. Du hast hier überall was versteckt, hm? Du kleiner Guerriero. Kluger Junge. Romeo, du warst ja richtig fleißig, was? Mierda, du bist einfach zu gut zu mir. Weiß Fili von all dem? Ach, was sag ich. Wahrscheinlich hat er dir geholfen, den ganzen Kram zu stehlen. Gracias, Chorizo. Ich glaube, das ist der Beginn einer wunderbaren Freundschaft. Hey Clara, was würdest du sagen, wenn ich dir erzähle, dass ich einen Außenposten einer Panzerdivision gefunden habe? Ich würde sagen, klau ein Panzer. Das wird ein Tag nach meinem Geschmack. Hm? Hier spricht euer General.
Wir sind auf Position. Okay, Hefe, bin da. Lass den Motor laufen. Suerte. Hab José im Visier. Nicht feuern, bis ich es sage. Yarana! Ihr ehrt mich heute mit eurer Anwesenheit, so wie ich euch mit der meinen. Dies sind die falschen Yarana und sie haben keinen Platz hier in unserem Paradies. Diablo Alejandro, carajo. Als Strafe für ihre Verbrechen werden sie aufgehängt am Lauf von Yaras Militärmacht. Wie gehen wir vor, Carlos? Carlos! Scheiße! Si te perdí, cabrón. Andro wird hier sterben. Wir müssen los. Espada! Ich nehme ihn. Du deckst mich. Verstanden? Nicht geschafft. Papa! Binder! Bleib bei mir!
solltest uns Deckung geben. Das Gewehr hat geklemmt. Miguel hat mir eine defekte Waffe gegeben. Verdammt! Ich wusste, dass man diesem Stück Scheiße nicht trauen kann. Die wussten, dass wir kommen. Das ganze Ding war eine Falle. Binga! Wir kriegen Besuch. Atmet er noch? Kein Puls mehr. Halt durch, Randro. Willi! Gib mir eine Minute. Was du auch denkst, Camilla, lass es. Wieso war es nicht dein Bruder? Wir wissen, dass er ein scheiß Verräter ist. Und was ist mit Willi? Der kennt sich mit Sprengstoff aus. Dein Papa hast du gerettet, aber an mich hast du nicht gedacht. Mich hast du in dem beschissenen Lager zum Sterben zurückgelassen. Willi, wir verlieren ihn! Du denkst, dein Papa hatte es schwer? Stell dir vor, was José einem Mann antun kann, wenn er die Zeit hat. Zurück, Heldin! Ich hätte das ganze beschissene Lager verraten können, hab ich aber nicht! Verfickte Monteros. Wir sind alle tot, Camilla. Castillo hat schon gewonnen. Steh ganz ruhig. Ein Löwe kommt zur Ruhe, bevor ihr tötet. Si, Papa. Schieß mir, hijo. Ja, que bien, Onkel. Inzwischen weißt du ja von unserem großen Sieg im Westen. Carlos Montero ist tot. Seine Guerrieros sind auf der Flucht. Die Tabakfelder sind sicher. Feuer! Komm, Mierda, gib mir das. Bien! Bien! Dein Cousin will gelobt werden, Diego. Hätte ich es gewusst, hätte ich ihm gesagt, dass die Wurzeln der Monteros sehr tief in das Land reichen. 200 Jahre tief. Ja, Onkel, ich wollte dich überraschen. Diego, wie viele der Soldaten deines Onkels kommen vom Land? 80%, Papa. Korrekt. Und jetzt hat er einen Märtyrer gemacht. Aus dem berühmtesten Montero. Mal sehen, wie viele von seinen Soldaten jetzt noch das Paradies wieder aufbauen wollen. Por favor. Das war Diegos letzter Vogel. Lauf. Was? Lauf. Wendido.